Ich lese Ihnen jetzt ein kleines Stück aus meinem Buch vor, aus der Gebrauchsanweisung für die Alpen, und zwar aus dem Hüttenkapitel. Die Hüttendecke muss den Zauber des Gebirges atmen, zumindest ein wenig davon. Dass auf einer Seite in großen Lettern Fusende steht, kümmert nicht jeden. Zum Lesen ist es ja ohnehin zu dunkel. Doch egal, wo der Deckenzipfel vorher lag, der einem nachts hinterhältig durchs Gesicht wischt. Ob er beim Vorschläfer am Fußende lag, in einer absturzängstlich verschwitzten Hand oder gar im Ohr, Mund oder Nase, es wird immer das ekligste Stück Decke sich an uns ranmachen im Dunkeln, wenn wir wehrlos daliegen, eingewickelt in den Rest des Aggressors. Gegen allzu innigen Kontakt mit der Alpenvereinsdecke soll der Hüttenschlafsack helfen, ohne den man nicht ins Lager oder in eines der Hütten betten darf. Der Hüttenschlafsack ist ländlich kariert oder leintuchweiß, psychedelisch gemustert oder unifarben dunkel. Das erstickt zu häufiges Waschen sozusagen im Keim. Verschiedene Baumwoll- oder Funktionsfasern machen ihn atmungsaktiv oder auch nicht, machen ihn schwergewichtig oder leicht. Besonders verwöhnte Gewichtsminimierer wählen ihn in Seide, was auch klimatisch angenehm ist. Wärmend bei Kälte, luftig im Sommer. Sie merken, ich weiß, wovon ich spreche. Anders als ein normaler Schlafsack hat der Hüttenschlafsack in der Regel keinen Reißverschluss, allenfalls kleine Klettverschlüsse. Die sollen das Einsteigen erleichtern, klammern sich aber nachts gerne an Kopf und Kotelette, in Ohr und Achsel. Zusätzlich zur großen Tüte für den Körper gibt es am Kopfende eine Tasche. Da hinein gehört das bereitliegende Kissen, das aber immer zu groß ist oder zu klein. Im ersten Fall liegt man aufgebahrt wie auf einer Luftmatratze. Im zweiten kriecht das Hanserl überall hin, anstatt bestimmungsgemäß unter dem Kopf zu bleiben. Profis stopfen sich lieber den Pulli so gekonnt mit anderen Kleidungsstücken aus, dass sich die orthopädisch richtige Unterstützung der Halswirbelsäule ergibt. Nur die Ärmel sind dann manchmal im Weg. Man muss sie als Halstuch oder Schlafbrille einsetzen, dann geht's. Manchmal stecken verzweifelte Hüttenschläfer den Kopf in die Kissentasche, um die Schnarchgeräusche zu dämpfen, die das Lager zum Beben bringen. Aber das ist natürlich völlig sinnlos. Der Schnarch ist stärker. 30 Mann in einem Raum, auf Pritschen mit zwei oder gar drei Etagen, unter Dachschrägen oder niedrigen Decken, da können alle möglichen Phobien aufkommen. Klaustrophobie, Angst vor dem Ersticken oder eben Schnarchophobie. Dagegen sind nur diejenigen gefeit, die selbst schnarchen. Aber das sind, wenn man sich so umhört, nur ganz wenige. Gefeit sind aber auch Harthörige und jene Optimisten, die auf die Wirksamkeit von Oropax vertrauen. Das wurde ja einst gegen den Kanonendonner des Ersten Weltkriegs erfunden. Und dass der Alpenverein, der Deutsche Alpenverein, es selbst als Werbegeschenk verteilt, das ist achtenswert souverän. Vielen Dank und viel Spaß mit meinem Buch.